Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Kultusministers betreffend den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit als Leitideen unserer Bildungspolitik. Wir rufen damit auf den Tagesordnungspunkt 42. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD betreffend Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für alle zugewanderten Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Und wir rufen dazu auf die Frage 6 und 12 des Kollegen Warnecke, die mit in diesen Tagesordnungspunkt mit einbezogen wird. Ich erteile das Wort. Iso, machen Sie nichts raus, kein Problem. Dem Herrn Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Frage von den Lebensbedingungen sowohl des Individuums wie der Gesellschaft ist eine Frage der nationalen und individuellen Bildung. So hat es der Rechtswissenschaftler und Juraprofessor Rudolf von Jähring in seinem Werk Der Zweck im Recht formuliert, damals natürlich in der Terminologie des 19. Jahrhunderts. Sie sehen, ich bin nicht der erste Juraprofessor, der Bildung für eine so zentrale Frage hält. Und ich hoffe, Sie sehen es mir deshalb auch nach, wenn ich zu Beginn einen Kollegen aus dieser Zunft zitiere. Ich möchte dieses Zitat aus der Sichtweise eines Bildungspolitikers im 21. Jahrhundert interpretieren. Die guten Lebensbedingungen einer Gesellschaft insgesamt, wie auch individuell jedes ihrer Mitglieder, verbessern sich, wenn die vorhandenen individuellen Kompetenzen bestmöglich genutzt werden. Bildung ist somit immer ein individueller und ein gesellschaftlicher Prozess, der ganzheitlich zu betrachten ist und auf den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität fußt. Dies ist das programmatische Leitbild dieser Landesregierung. So interpretiere ich unseren Koalitionsvertrag im Bildungsbereich. Das heißt für mich auch Verlässlichkeit gestalten, Perspektiven eröffnen. Was bedeutet dies für die politische Praxis? Was heißt das für unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Eltern und unsere Schulgemeinden? Wir stellen sowohl die individuelle Förderung unserer jungen Menschen als auch die Schaffung von guten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt. An diesen beiden Stellen setzen die Landesregierung und die sie tragende Koalition aus Bündnis 90 die Grünen und der CDU an. Wir achten zuallererst auf die Qualitätssicherung und Entwicklung von Schule und Unterricht, um die bestmögliche individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Dazu wird beispielsweise die im letzten Jahr gegründete Hessische Lehrkräfteakademie in diesem Schuljahr ein neues Fortbildungs- und Beratungskonzept für Lehrkräfte einführen. Außerdem haben wir für künftige Schulleiterinnen und Schulleiter ein Qualifizierungsmodell entwickelt, das seit Beginn dieses Schuljahres in einer Pilotphase erprobt wird. Beide Konzepte sind Bausteine zur Verstetigung unseres hohen Anspruchs an qualitativ wertvolle Bildung. Natürlich bedarf es dazu als wesentlicher Grundlage einer verlässlichen Ressourcenausstattung, um die Rahmenbedingungen für diesen stetigen Qualitätsentwicklungsprozess sicherzustellen. Und die gewährleisten, bereits mit unserer 105-prozentigen Lehrerversorgung. Meine Damen und Herren, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Schauen Sie sich im Vergleich dazu nur unser Nachbarland Rheinland-Pfalz an. Dort heißt es in dem ja nur noch ziemlich druckfrischen Koalitionsvertrag, wir wollen die Unterrichtsversorgung weiter verbessern und streben eine, Achtung, 100-prozentige Versorgung an. Das heißt also, dass die dortige Landesregierung am Ende ihrer Legislaturperiode im Jahre 2021 stolz darauf sein will, keinen Unterricht mehr geplant ausfallen zu lassen. Das ist eine Errungenschaft, meine Damen und Herren. Diese Zeiten haben wir zum Glück schon lange hinter uns, und das ist ein entscheidender Erfolg unserer Bildungspolitik. Mit Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2017, wenn dieses Hohe Haus dem Vorschlag der Landesregierung folgt, werden wir seit Beginn dieser Legislaturperiode 2.500 neue Lehrerstellen geschaffen haben. Nach 800 Stellen im Haushaltsjahr 2016 kommen weitere 1.100 Stellen für unsere Kinder und zur Integration der Zuwanderer und Flüchtlinge im Haushaltsjahr 2017 hinzu. Zusätzlich zu diesen 1.900 Stellen werden wir weitere 600 Einstellungen vornehmen, da wir selbstverständlich die Verringerung der Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte an unsere Lehrkräfte weitergeben. Applaus
Meine Damen und Herren, insgesamt bedeutet dies, dass wir mit diesen 2.500 Stellen in nur 3 Jahren dann genauso viele Stellen geschaffen haben werden wie in der gesamten letzten Legislaturperiode. Und deswegen gilt einer meiner zentralen Sätze aus den letzten Jahren in diesem Jahr mehr als je zuvor. Die Schulen in Hessen waren noch nie in der hessischen Bildungsgeschichte so gut ausgestattet wie unter dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Dass wir diesen finanziellen Kraftakt stemmen, ist auch jedes Jahr aufs Neue wahr, von euch. Dass wir diesen finanziellen Kraftakt stemmen und gleichzeitig im Interesse der nachfolgenden Generationen die Schuldenbremse einhalten, ist ein herausragendes Ergebnis konsequenter schwarz-grüner Politik. Meine Damen und Herren, der Start in das neue Schuljahr für unsere Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und unsere Lehrkräfte ist außerordentlich gut gelungen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Schulen, unseren Lehrkräften und der Bildungsverwaltung sehr herzlich für diesen gelungenen Start zu bedanken. Ihre engagierte Arbeit hat diesen erst möglich gemacht. Insbesondere unseren 53.000 Erstklässlerinnen und Erstklässlern wünsche ich weiterhin ein wunderschönes erstes Schuljahr und eine glückliche Schulzeit. Ganz sicher war der erste Schultag für Sie alle ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Aber bei aller Freude über die gegenwärtige Situation des hessischen Schulsystems ist für diese Koalition kein Stillstand angesagt. Kontinuität, aber auch Weiterentwicklung sind entsprechend unserem Koalitionsvertrag die leitenden Prämissen unserer Arbeit. Gestatten Sie mir an dieser Stelle, einige unserer Leitideen und Überzeugungen zu benennen. Wir stehen für die Wahlfreiheit der Eltern, denn wir glauben an die Freiheitsfähigkeit der Menschen. Das betrifft die Freiheit der Wahl eines Bildungsgangs und auch die der Wahl zwischen einem allgemeinbildenden und einem beruflichen Bildungsweg. Mit uns gibt es keinen Zwang. Wir werden auch in Zukunft ein vielfältiges und ausdifferenziertes Schulsystem vorhalten. Wir verordnen nicht von oben. Unser Leitbild ist ein anderes. Wir ermöglichen verschiedene Wege und Optionen. Und wir respektieren den Elternwillen und tragen diesem so weit als möglich Rechnung. Meine Damen und Herren, wir stehen für Chancengerechtigkeit und sind solidarisch mit Schülerinnen und Schülern, die einer besonderen Förderung bedürfen. Dies betrifft die Leistungsschwächeren ebenso wie die Leistungsstärkeren. Oder, um es mit Konfuzius zu sagen, Bildung soll allen zugänglich sein. Diese wertorientierte und zielgerichtete Politik der Hessischen Landesregierung kommt in unseren zentralen bildungspolitischen Vorhaben deutlich zum Ausdruck. Es gibt noch mehr chinesische Weise, lieber Herr Rudolph. Ja. Kann die Landesregierung gebrauchen, Weisheit? Gar keine Frage. Wir nehmen sie aus allen Quellen. Günther. Herrn Konfuzius beruhigt eigentlich, bitte, Herr Minister. Des Sturms kann man aus der chinesischen Weisheit und ihren Quellen lernen. Meine Damen und Herren, was sind nun diese Vorhaben, die zum Teil ihren Niederschlag auch in den anstehenden Änderungen des Hessischen Schulgesetzes finden werden und die wir da bei nächster Gelegenheit noch weiter im Plenum diskutieren können? Die Hessische Landesregierung setzt einen bedeutsamen politischen Schwerpunkt im Ganztagsbereich und sieht in dessen Ausbau einen Schlüssel für eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Entwicklung, von der unsere Kinder, Eltern und auch unsere Kommunen schon jetzt nachhaltig profitieren. Die Koalitionspartner CDU und Bündnis 90 Die Grünen haben im Koalitionsvertrag ihre Begründung für den massiven Ausbau des Ganztagsbereichs niedergeschrieben. Dabei haben wir die Einbindung bestehender Strukturen und die Qualität der Angebote kontinuierlich im Blick. Lassen Sie mich aus dieser Begründung kurz zitieren. Kinder brauchen Zeit, Raum und Anregungen, um ihre Talente voll entfalten zu können. Wir wollen durch eine Ausweitung des Ganztagsschulprogramms unsere Schulen dabei unterstützen, im Unterricht und darüber hinaus Kindern vielfältige Lernanregungen zu geben. Mit Angeboten, die sie fördern, bereichern und ihr Interesse wecken. Gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten sind auf diese Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Bildungschancen besonders angewiesen. Qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote sind zudem Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Meine Damen und Herren, bei dem derzeitigen Ausbau der Ganztagsangebote handelt es sich um das größte Investitionsprogramm in der hessischen Bildungsgeschichte. Während wir 1999 nur 130 Schulen mit ganztägigen Angeboten hatten, sind es heute 8-mal so viele.
Und dabei hat im Hinblick auf die Ganztagsschulentwicklung die Schaffung eines landesweiten Angebots im Grundschulbereich in dieser Legislaturperiode Priorität. Wir werden die anderen Schulformen aber auf keinen Fall vernachlässigen. Wir haben das jährliche Kontingent an zusätzlichen Stellen verdoppelt. Es waren in den vergangenen Jahren jeweils 115 weitere Stellen für die Ganztagsentwicklung der hessischen Schulen bereitgestellt worden. So sind es nun 230 Stellen, die jährlich zusätzlich für den Ganztagsausbau verfügbar sind. Dieser Stellenzuwachs wird im Schuljahr 2016/17 noch dadurch ausgeweitet, dass der Hessische Landtag mit der Verabschiedung des diesjährigen Haushaltsplans weitere Mittel in Höhe von 6 Millionen Euro für die Ganztagsentwicklung bewilligt hat. Was 117 Stellen über die bisherigen Erhöhungen hinaus ermöglicht. Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass diese Mittelerhöhung in diesem Haus in großem fraktionsübergreifendem Konsens erfolgte. Dafür bedanke ich mich sehr bei allen daran Beteiligten. Im Rahmen dieses erfolgreichen Programms konnten zum Beispiel auch alle Wünsche von Schulen, die gebundene Ganztagsmodelle beantragt haben, vollumfänglich erfüllt werden. Und ab dem nächsten Haushaltsjahr sollen nach unserer Vorstellung und vorbehaltlich Ihrer Zustimmung noch einmal 6 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Ganztagsangebote, insbesondere an unseren weiterführenden Schulen, zur Verfügung stehen. Insgesamt stellt das Land im Schuljahr 2016/17 Ganztagsressourcen im Umfang von mehr als 2.200 Stellen für Lehrkräfte und pädagogisches Personal im Ganztagsprogramm des Landes bereit und setzt mehr als 100 Millionen Euro dafür ein. Und um noch mehr Schülerinnen und Schülern an Grundschulen sowie an Grundstufen der Förderschulen ein verlässliches und am Bedarf orientiertes ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot machen zu können, hat das Land Hessen mit dem Schuljahr 2015/16 den Pakt für den Nachmittag gestartet. Hierbei übernehmen Land- und Schulträger erstmals gemeinsam Verantwortung für ein passgenaues Bildungs- und Betreuungsangebot. Ziel ist es, bedarfsgerecht eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Wir leiten aus diesem Anliegen der heutigen Elterngeneration für uns die Aufgabe und Verpflichtung ab, auch im Ganztagsbereich für ein umfassendes, qualitativ hochwertiges und pädagogisch anspruchsvolles Bildungsangebot zu sorgen. Und damit leisten wir zugleich einen wesentlichen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit. Teilnehmende Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen verfügen an 5 Tagen in der Woche von 7.30 Uhr bis 17 Uhr und erstmals auch in den Schulferien über ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot. Eltern können, je nach Schulträger, zwischen verschiedenen Modulen wählen, kürzeren bis 14.30 Uhr oder 15 Uhr und längeren bis 16 oder 17 Uhr, mit oder ohne Ferienbetreuung. Und das ist ein Kennzeichen des Pakts für den Nachmittag, meine Damen und Herren. Er ist ein freiwilliges Angebot. Wir zwingen niemanden zu etwas, aber wir ermöglichen Wahlfreiheit und schaffen Optionen für unsere Eltern. Meine Damen und Herren, in dem nun angelaufenen Schuljahr wirken bereits 122 Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen am Pakt für den Nachmittag mit. Schon im zweiten Jahr des Vorhabens arbeiten wir mit der Hälfte aller Schulträger als Kooperationspartner zusammen. Und wir gehen mit dem Pakt für den Nachmittag weiter in die Fläche. Es ist absehbar, dass die Anzahl der mitwirkenden Schulen kontinuierlich steigen wird. Dies ist ein konkreter Beitrag zur Förderung von Wahlfreiheit, Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und bei weitem nicht der einzige. Lassen Sie mich gleich noch einige weitere Beispiele anführen. Meine Damen und Herren, die größte Herausforderung im zurückliegenden Schuljahr war die Aufnahme der zahlreichen Schülerinnen und Schüler in unser Schulsystem, die mit ihren Familien oder allein aus ihren Heimatländern vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Warum sind diese Menschen gerade zu uns nach Deutschland gekommen? Weil sie hier all das vorfinden, was Zukunft ermöglicht. Politische Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und eine prosperierende Ökonomie, die aufbaut auf einem hervorragenden und durchlässigen Bildungssystem mit individuellen Chancen für jeden. Was bedeutet dies für unser Bildungssystem in Hessen? Welche Leistung das hessische Schulsystem in diesem Zusammenhang vollbracht hat und weiter vollbringt, verdeutlichen nicht nur die Zahlen, sondern vor allem der Blick auf die herausfordernde Arbeit vor Ort. Meine Schulbesuche in den vergangenen Monaten haben mir besonders eindrucksvoll gezeigt, mit welchem Engagement und welcher positiven Haltung unsere Lehrkräfte und unsere Bildungsverwaltung sich dieser immensen Aufgabe widmen. Und ich
bedanke mich im Namen von diesen allen für Ihren Applaus, denn in der Tat gilt es allen Beteiligten dafür zu danken. Die Bewältigung dieser Herausforderung war alles andere als selbstverständlich, und das war und ist eine überragende Arbeit. In allen unseren Intensivklassen, den Intensivkursen und an den Schulen für Erwachsene wurden am Ende des Schuljahres 2015/16 über 25.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen beschult. Das ist eine gewaltige Zahl. Um dieser in ihrer Dimension nie dagewesenen plötzlichen Herausforderungen gerecht zu werden, hat das Hessische Kultusministerium mit einem gebündelten und zielgerichteten Maßnahmenpaket reagiert. Kernpunkt ist dabei die Umsetzung unseres bestehenden schulischen Gesamtsprachförderkonzepts. Denn meine bildungspolitische Überzeugung ist, dass das Beherrschen der deutschen Sprache der Schlüssel zum Schulerfolg und damit zu einer gelingenden Integration der zu uns zugewanderten Menschen ist, meine Damen und Herren. Zur Umsetzung unseres schulischen Gesamtsprachförderkonzepts wurden vor einem Jahr 1.280 Stellen zur Verfügung gestellt. Zu Beginn dieses Schuljahres waren es bereits rund 2.170. Und im Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2017, das haben Sie schon gehört, sind weitere 1.100 Stellen vorgesehen. Sie sollen vor allen Dingen für die jetzt vor uns liegende Aufgabe der Integration der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in die Regelklassen Verwendung finden. Und ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass nur die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in Regelklassen wechseln werden, die hinreichende deutsche Sprachkenntnisse vorweisen. Selbstverständlich muss die Sprachförderung an dieser wesentlichen Stelle der schulischen Integration auch nach Überweisung in eine Regelklasse fortgesetzt werden. Auch hierfür sind die 1.100 Stellen vorgesehen. Und eines, meine Damen und Herren, ist mir wichtig, an dieser Stelle in aller Deutlichkeit zu sagen. Wir haben diese notwendigen Ressourcen trotz der Schuldenbremse zusätzlich geschaffen. Durch die von mir hier dargelegten Stellenerhöhungen können wir nicht nur den Herausforderungen durch die Zuwanderung begegnen, sondern auch sämtliche im Koalitionsvertrag festgelegten bildungspolitischen Schwerpunkte weiterverfolgen. Dazu trägt bei, dass wir die Lehrerstellen, die infolge des außerhalb der Zuwanderung stattfindenden Rückgangs der Schülerzahlen bis zum Jahr 2019 frei werden, im Bildungssystem behalten. Das heißt, wir verwirklichen die Integration der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, ohne deswegen Einschränkungen in anderen Bereichen unseres Schulsystems vornehmen zu müssen. Wir gewährleisten damit Chancengerechtigkeit und stärken den Zusammenhalt unserer gesamten Gesellschaft. Das ist eine große finanzielle Investition. Aber wir wissen sie gut angelegt, vor dem Hintergrund, dass Bildung die Voraussetzung einer erfolgreichen Integration in unsere Gesellschaft ist. Und ganz in Anknüpfung an den eingangs zitierten Rudolf von Jering tragen wir durch unsere Politik nicht nur zum Wohle der Menschen bei, die zu uns geflüchtet sind, sondern wir investieren in unsere gesamtgesellschaftliche Zukunft. Lassen Sie mich deshalb auch auf einen weiteren Schwerpunkt etwas näher eingehen und mich dabei nochmals aus unserem Koalitionsvertrag zitieren. Hier heißt es hinsichtlich des Themas Inklusion und Förderschulen: Vielfalt, Individualität und Heterogenität sind ein Reichtum. Für dieses pädagogische und bildungspolitische Leitbild setzen wir uns in Hessen ein. Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die hessischen Schulen stellen sich dieser gesellschaftlichen Herausforderung. Kontinuierlich arbeitet Hessen an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir werden uns diese auch bei der Novellierung des hessischen Schulgesetzes weiter annehmen. Im Schuljahr 2015/16 standen rund 2.000 Lehrerstellen für die inklusive Beschulung und zur sonderpädagogischen Unterstützung der allgemeinen Schule zur Verfügung. Unter Einsatz dieser Stellen und im abgelaufenen Schuljahr fast 8.000 Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule inklusiv geschult. Mehr als 30.000 Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen erhielten darüber hinaus sonderpädagogische Beratung und Förderung in Form von vorbeugenden Maßnahmen. Diese Förderung, die dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler gar nicht erst an eine Förderschule wechseln müssen, ist eine herausragende gemeinsame Leistung der Lehrkräfte, der Beratungs- und Förderzentren und der allgemeinen Schulen in Hessen. Sie sichern Hessen damit im Bereich der präventiven Maßnahmen einen Spitzenplatz im Vergleich der Bundesländer. Und für diese Leistung möchte ich Ihnen meinen besonderen Dank aussprechen. In diesem und den nächsten beiden Schuljahren werden noch einmal rund 250 weitere Stellen hinzukommen, denn die allgemeinen Schulen benötigen verstärkt sonderpädagogische Professionalität. Von diesen 250 Stellen sind 210 für unser neues Konzept der inklusiven Schulbündnisse vorgesehen. Innerhalb von 3 Jahren und in 3 Stufen
werden hessenweit inklusive Schulbündnisse eingeführt. Sie verfolgen das Ziel, dass möglichst kein Elternwunsch auf inklusive Beschulung abgelehnt werden muss. Dabei stellen wir das Kindeswohl in den Mittelpunkt aller unserer Anstrengungen und werden deshalb auch weiterhin für ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot sorgen. Denn auch hier, meine Damen und Herren, lassen wir uns vom Prinzip der Wahlfreiheit der Eltern leiten. Und deswegen werden wir im Rahmen der inklusiven Schulbündnisse zukünftig alle Entscheidungsträger vor Ort an einen Tisch holen, damit gemeinsam die bestmögliche Förderung für jedes einzelne Kind gefunden wird. Und außerdem geht diese hessenweite Einführung der inklusiven Schulbündnisse einher mit einer Stellengarantie bezüglich der sonderpädagogischen Gesamtressourcen. Das bedeutet, dass wir auch im Falle von zurückgehenden Schülerzahlen keine Förderschullehrerstellen aus dem System nehmen werden. Im Falle steigender Schülerzahlen werden wir hingegen entsprechende notwendige Anpassungen vornehmen. Diese Stellengarantie schafft Planungssicherheit vor Ort und ermöglicht einen flexiblen Einsatz der Lehrerstunden für die Inklusion. Sie eröffnet den inklusiven Schulbündnissen die Möglichkeit, unter Nutzung der vorhandenen regionalen Kenntnisse und ihrer Vernetzung den am besten geeigneten Förderort für die betroffenen Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des Wahlrechts zu finden und die Lehrkräfte optimal einzusetzen. Für die schulische Inklusion in Hessen schaffen wir dadurch verlässliche Strukturen für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und nicht zuletzt für die Lehrkräfte. Herr Minister, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Sie dürfen ja weiterreden. Bitte. Das hatte ich jetzt schon fast befürchtet. Vielen Dank, Herr Präsident. Aber ich möchte zum Abschluss doch noch auf ein zentrales Element der Politik der Schwarz-Grünen Koalition zur individuellen Förderung und dem Umgang mit sozialstruktureller Heterogenität eingehen, nämlich auf unseren Sozialindex. Um gezielt Schulen in besonders schwierigen Einzugsgebieten zu helfen, haben wir bisher 420 zusätzliche Stellen geschaffen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres werden wir das noch einmal um 60 Stellen auf rund 480 erhöhen. Und was das bedeutet, will ich einfach nur an einem Beispiel prägnant aufzeigen. Allein in der Stadt Offenbach, nur in der Stadt, stehen den Schulen 63 Stellen über den Sozialindex zur Verfügung. 63 Stellen, meine Damen und Herren, die kommen zusätzlich zur Grundunterrichtsversorgung, zusätzlich zu der 105-prozentigen Lehrerversorgung, zusätzlich zu den Ressourcen für den Ganztag, zusätzlich zu den Ressourcen für die Sprachförderung, zusätzlich zu den Ressourcen für die Inklusion. Das sind wirklich Ressourcen, die gibt es noch einmal on top. Und die Schulen können über diese Stellen eigenverantwortlich verfügen, damit sie gezielt dort ihre Schwerpunkte setzen können, wo sie es für wichtig halten. Das, meine Damen und Herren, das, meine Damen und Herren, ist schwarz-grüne Bildungspolitik. Und dieses Beispiel der sozial indizierten Lehrerzuweisung belegt genauso wie unser Engagement im Feld des Ganztags, der Sprachförderung, der Inklusion und der qualitativen Weiterentwicklung von Schule und Unterricht, dass diese Landesregierung ihrer sozialpolitischen Verantwortung ebenso gerecht wird wie ihrer bildungspolitischen Leitidee der Chancengerechtigkeit. Durch diese Beiträge im Bereich der schulischen Bildung stärken wir den Zusammenhalt der Gesellschaft als Ganzes. Und meine Damen und Herren, in diesem Sinne verfolgt die Landesregierung den Grundsatz, den der vor 25 Jahren verstorbene Nestor der katholischen Soziallehre Oswald von der Bräuning immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Soll es dem Einzelnen gut gehen, dann muss es auch dem Ganzen gut gehen. Und soll es dem Ganzen gut gehen, dann muss es auch dem Einzelnen gut gehen. Und hierbei kennzeichnet Nell Bräuning das Gemeinwohl als Inbegriff alles dessen, was an Voraussetzungen, Vorbedingungen oder Veranstaltungen in einem Gemeinwesen verwirklicht sein muss, damit die Einzelnen durch Regen ihrer eigenen Kräfte ihr individuelles und gesellschaftliches Wohl zu erringen vermögen. Eine Bildungspolitik auf der Basis von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ist der beste Beitrag dazu. Wahlfreiheit, Chancengerechtigkeit und das Gemeinwohl im Nell Bräuningschen Sinne sind die Voraussetzungen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das gilt auch und gerade für die Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Dafür steht diese Landesregierung, und diesen Weg werden wir auch weiterhin konsequent gehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
könnten noch ein bisschen klatschen. Wir gucken jetzt, wir stellen das neu ein, wie Sie merken. Und dann geht es gleich weiter, weil das ein bisschen jetzt verzerrt war. Ich meine, die Stimme, nicht der Inhalt, Herr Kollege. Kann mal jemand eine Sprechprobe machen da vorne? Ich rufe jetzt auf in der Aussprache mit 20 Minuten plus 1 den Kollegen Degen für die Fraktion der SPD, und er macht mal ein bisschen Sprechprobe und wir gucken, ob das funktioniert. Okay? Noch eine, ja. Okay. Dann will ich das gerne mal ausprobieren. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will gleich zu Anfang auch meinen Dank und meine Wertschätzung für das Engagement der Lehrkräfte und aller schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr ausdrücken. Ebenso auch mein Dank der Bildungsverwaltung, vor allem der Schulämter und der Studienseminare. Denn Sie alle haben unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen viel geleistet. Denn die Aufgaben für Schule und Unterricht werden immer mehr, meine Damen und Herren. Aber die Arbeitsbedingungen werden nicht besser, und die Wertschätzung, die Ihnen diese Landesregierung entgegenbringt, steht höchstens auf dem Papier, meine Damen und Herren. Sie sagen, Herr Kultusminister, Sie sagen, es sei kein Stillstand angesagt. Doch genau das ist offensichtlich angesagt, Stillstand, denn über ein Jahr nach dem Scheitern des Bildungsgipfels entsteht nichts Neues. Setzen Sie keine Anreize für Schulentwicklung, es gibt keinen Aufbruch und schon gar kein neues Schulgesetz, meine Damen und Herren. Wenn sich etwas bewegt, dann höchstens, weil Sie den Entwicklungen hinterherlaufen. Ob bei der Inklusion oder im Ganztagsbereich, Hessen ist fast überall Schlusslicht, meine Damen und Herren. Der Kultusminister argumentiert wie gewohnt mit wohlklingenden Zahlen und einem angeblichen Allzeithoch an Lehrerstellen. Aber Sie haben wieder einmal nicht die Frage beantwortet, warum so wenig von all dem überhaupt bei den Schulen ankommt, meine Damen und Herren. Die Landesregierung zeigt erneut, wie weit weg sie von der Realität an Hessens Schulen ist, und verliert sich in Zahlen und statistischen Mittelwerten, meine Damen und Herren. Nach dem Hü und Hotz und Zickzack des vergangenen Jahres traut man sich offenbar nicht mehr viel am Luisenplatz. Nach den Disziplinarmaßnahmen, die man erst sehr intensiv verfolgt hat, dann zurückgezogen hat, nach den Kürzungen, die man erst über drei Jahre durchführen wollte, dann wieder einen Rückzieher gemacht hat, meine Damen und Herren, die Landesregierung ist bildungspolitisch in einer Schockstarre verfallen. Und das, was Sie, Herr Minister Lorz, unseren Schulleitungen in Ihrer neu erfundenen Schulleiterqualifizierung näherbringen wollen, nämlich Führung, das sucht man im Kultusministerium vergebens, meine Damen und Herren. Und Stellen. Sie sagen, Herr Kultusminister, eine wesentliche Grundlage für qualitativ wertvolle Bildung sei eine verlässliche Ressourcenausstattung. Ja, meine Güte. Wer hat denn erst vor einem Jahr die Axt an die Grundschulen, an die beruflichen Gymnasien, an die gymnasialen Oberstufen, an die Hessen-Kollegs und an die Abendgymnasien gelegt, meine Damen und Herren? Wer war denn das? Das war schwarz-grüne Bildungspolitik, Herr Minister. Und die Auswirkungen halten doch an. Die 300 gestrichenen Stellen, die fehlen doch noch immer. Gesellschaftslehre Grundkurse in der Q3 mit 28 Schülerinnen und Schülern sind keine Seltenheit seit Ihren Kürzungen. So sieht die Realität aus. Und auch das Schaffen neuer Stellen auf dem Papier bedeutet doch nicht einmal automatisch eine Steigerung der Bildungsqualität. Zudem sind neue Stellen eine Selbstverständlichkeit, Herr Irmer. Denn wenn die Schülerzahlen steigen und die Herausforderungen ansteigen, brauchen Sie mehr Lehrkräfte oder wollen Sie allein in den leeren Raum setzen? Ich glaube, so weit sind wir mit Blended Learning noch nicht. Ich will das verdeutlichen, denn das aktuelle Scheitern dieser Landesregierung im Schulbereich zeigt sich doch gerade daran, dass Sie einen großen Teil der Lehrerstellen, die Sie schaffen, dass die nur auf dem Papier existieren und die qualifizierten Köpfe dafür fehlen. Wir haben es gerade gehört bei der mündlichen Frage.
hat der Kultusminister geantwortet, von den Förderschullehrern, die mehr als 10 Stunden unterrichten, weil die sind vor allem eingesetzt, haben lediglich 87% ein zweites Staatsexamen, meine Damen und Herren. 87% der Experten, die dort unterrichten sollen, haben eine vollwertige Ausbildung als Förderschullehrer, meine Damen und Herren. Und genauso sind zu viele Personen, sind zu viele Stellen mit Personen besetzt, die eben gerade mal nun erste Staatsexamen haben, weil sie kratzen ja alles zusammen, was sie irgendwo finden können, um Stellen zu besetzen. Bestes Beispiel an der Henri-Dunant-Schule in Frankfurt, wo da schon im vergangenen Schuljahr eine erste Klasse nach der Erkrankung der Klassenlehrerin mit größtenteils schulfremden Kräften betreut. Und jetzt in der zweiten Klasse muss die Klassenleitung formal von einer weiteren Kollegin übernommen werden, die bereits eine Klassenführung mit 25 Kindern hat. Die Mehrheit der Stunden in der Klasse übernimmt eine Studentin ohne auch nur ein Examen, meine Damen und Herren. Das ist schwarz-grüne Bildungspolitik. Und Herr Boddenberg, das ist doch nicht mal ein Einzelfall. Das ist doch kein Einzelfall. Nehmen Sie, es gibt in Wiesbaden eine Grundschule, da fehlen 68 Unterrichtsstunden, die nicht mal durch Studenten besetzt werden können, meine Damen und Herren. Oder im Kreis Waldeck-Frankenberg schreibt die Waldeckische Landeszeitung, an vielen Stellen fehlen noch Lehrer. Staatliches Schulamt sucht Pädagogen für den Landkreis. Genauso in der Frankfurter Rundschau mit Blick auf den Lehrermangel in Frankfurt. Viele Sportstunden fallen aus. An den Grundschulen fehlt es an Hallenkapazitäten und vor allem an Lehrkräften, meine Damen und Herren. Und genauso in der Frankfurter Rundschau vor erst 3 Tagen. Stadt nehme Lehrer mit Kusshand. In 3 Schulformen fehlen Lehrkräfte. Und auch bei mir im Kreis östlich von Frankfurt ist es genauso. Die Gelnhäuser Neue Zeitung schreibt, Grund-, Förder- und Berufsschulen. In Main-Kinzig-Kreis beklagen Lehrermangel. So die Überschrift, meine Damen und Herren. Und auch die FAZ schreibt, eine Stelle macht noch keinen Lehrer. Zum heutigen Schulbeginn herrscht vielerorts Personalmangel. Insbesondere fehlen Kräfte für Grundschulen, Förderschulen und Inklusion, meine Damen und Herren. Das ist die Realität an Hessens Schulen. Sie, Herr Minister Lorz, loben sich für die guten Einstellungschancen für Grund- und Förderschullehrer. Jawohl. Aber man muss doch die andere Seite der Medaille sehen. Das ist doch das Wesentliche, dass die Landesregierung versagt hat, ausreichend Lehrkräfte auszubilden. Jahrelang wurde das Problem Lehrermangel ausgesessen und schöngeredet. Jetzt haben Sie die Konsequenz auf dem Tisch. Und wer regiert denn seit 16 Jahren und hat nichts dagegen getan? Reden Sie einmal mit Schulämtern vor Ort. Die sagen Ihnen doch unter der Hand, das wissen wir doch längst, dass seit 5 Jahren Förderschullehrkräfte fehlen. All das ist keine Überraschung, meine Damen und Herren. Und wir sind ja selbst jetzt nicht bereit, etwas dagegen zu tun. Wir hatten noch erst vor 2 Wochen im Kulturpolitischen Ausschuss einen Antrag der SPD. Da ging es darum, Aus- und Weiterbildungskapazitäten für Förderschullehrkräfte auszuweiten. Er wurde abgelehnt, der Antrag, ohne ihn wirklich klar begründen zu können, meine Damen und Herren. Mit der Lehrerversorgung in Hessen ist es am Ende wie mit der zu kurzen Bettdecke. Egal an welcher Ecke Sie ziehen, Sie frieren immer irgendwo, meine Damen und Herren. Genauso ist das jetzt auch mit den Schulen in freier Trägerschaft. Nämlich denen werben Sie jetzt auch noch die Lehrkräfte ab. Die Schulen in freier Trägerschaft verlieren jetzt noch Lehrkräfte, weil die Leute natürlich sagen, da gehen wir doch auf eine Beamtenstelle. Auch da werden Sie inzwischen Probleme bekommen, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig stellen auch andere Bundesländer neue Lehrkräfte ein. Allein Nordrhein-Westfalen gerade 6.000 Lehrkräfte, meine Damen und Herren. Ihre Strategie, bei der Ausbildung zu sparen und sich im Zweifel Lehrkräfte aus anderen Bundesländern zu stibitzen, stürzt wie ein Kartenhaus zusammen, zumal die Arbeitsbedingungen, auch das kommt hinzu, in vielen Bundesländern ja doch besser sind als in Hessen. Ob in Bayern oder Rheinland-Pfalz, die Lehrkräfte verdienen dort nicht nur besser, sie müssen auch weniger arbeiten, meine Damen und Herren. Die Nullrunde und das Besoldungsdiktat von Schwarz-Grün rächen sich bitterlich jetzt. Und wenn ich von den Arbeitsbedingungen rede, Herr Minister Lorz, über Arbeitsbedingungen haben Sie leider kein Wort verloren, geschweige denn von den über 1.000 Lehrkräften, die sich jetzt im August arbeitslos melden mussten, weil sie die Ferien über nicht weiter beschäftigt wurden, meine Damen und Herren. Das ist und bleibt ein Skandal in Hessen. Und
auch kein Wort haben Sie verloren zu den Überlastungsanzeigen, die von 53 Kolleginnen mit zahlreichen Lehrkräften im vergangenen Schuljahr eingegangen sind. Lehrkräfte in Hessen, unsere Lehrkräfte, fühlen sich von der Landesregierung nicht mehr vertreten, meine Damen und Herren. Beklagt wird unter anderem das gestiegene Arbeitspensum durch Zunahme der dienstlichen Aufgaben, allem voran die Einführung von Förderplänen, Lernstandserhebungen, notwendige Kommunikation, Kooperation mit außerschulischen Betreuungskräften, Pakt für den Nachmittag lässt grüßen, Vorbereitung und Umsetzung von G8 und G9 Umwälzungen, Mehraufwand durch Verwaltungstätigkeiten, Mentorentätigkeit, Praxissemester, Mehrarbeit durch Inklusion, zu wenig Zeit für die inklusive Beschulung, fehlende räumliche und personelle Kapazitäten, erschwerte Arbeitsbedingungen durch herausforderndes Sozialverhalten, Vergleichsarbeiten, Lernstandserhebungen. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen, meine Damen und Herren. Aber so wie Sie weitermachen, wird der Lehrermangel in Hessen weiter zunehmen. Hessen ist für Lehrkräfte leider kein attraktiver Arbeitgeber, meine Damen und Herren. Und dann sagt der Kultusminister, Sie achten zuallererst auf die Qualitätssicherung und Entwicklung von Schule. Das, meine Damen und Herren, ist doch dringend notwendig. Nach dem Bildungsmonitor des Instituts der Deutschen Wirtschaft liegt Hessen in der Kategorie Schulqualität auf Platz 13, meine Damen und Herren. Platz 13 von 16 Bundesländern. Das sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft, meine Damen und Herren. Und während Sie auf Qualitätsentwicklung großen Wert legen, schaffen Sie die Schulinspektionen ab. Das ist gar nicht falsch. Das ist gar nicht falsch. Aber Sie müssen auch sagen, wenn Sie die Schulinspektionen abschaffen, wie das weitergehen soll mit der Evolution. Dazu, meine Damen und Herren, dazu hätte man wirklich mal spannend eine Regierungserklärung halten können hier. Und der Minister sagt außerdem, es soll ein neues Qualifizierungsmodell für Schulleiterinnen und Schulleiter geben. Denken Sie denn wirklich, Sie können künftig dadurch mehr Lehrkräfte gewinnen, sich für solch eine Position zu bewerben, meine Damen und Herren, die man vorher ein Jahr lang Module durchläuft, bis man sich überhaupt bewerben darf? Allein heute fehlt es an vielfachen Stellen an Leuten, die bereit sind, sich für Schulleitungen zur Verfügung zu stellen. Am 1.6. haben allein an den Gesamtschulen in Hessen, 13 Schulleiterstellen gefehlt und waren nicht besetzt. Viele Stellen sind bekannt, auch im Stellvertreterbereich sind vakant. Und das setzt sich ja fort. Es geht ja nicht nur um Schulleitungen, es geht auch um Sprecherinnen von Fachschaften, wo sich niemand mehr findet. All das sind Positionen, wo man heute sagt, man sieht nicht ein, sich hier weiter zu belasten, weil man es einfach nicht wertgeschätzt bekommt, meine Damen und Herren. Und Sie wollen zudem ein Fortbildungs- und Beratungskonzept für Lehrkräfte einführen. Ja. Meine Güte, was haben Sie die letzten zweieinhalb Jahre gemacht? Wie kann es sein, dass es immer noch Lehrkräfte gibt, die sich vor neuen Medien, vor Cybermobbing, vor Sexting scheuen und Angst und nicht wissen, was das ist? Wie kann das sein, meine Damen und Herren? Da fühlen sich Lehrkräfte überfordert. Wie kann es sein, dass es immer noch Lehrkräfte gibt, die von inklusiver Schulung, Beschulung wenig wissen und sich davor fürchten, weil sie nicht wissen, wie es geht, meine Damen und Herren? Wie kann das nach der Einführung über 10 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Konvention der Fall sein, meine Damen und Herren, dass das in Hessen immer noch keine verpflichtenden Ausbildungsinhalte in der Lehrerbildung sind, meine Damen und Herren. Nur 1,3% aller Schülerinnen und Schüler in Hessen werden inklusiv beschult. Damit ist Hessen das Land mit der geringsten Inklusionsquote bundesweit, meine Damen und Herren. Auch da helfen neue Stellen eben nichts, denn wie dargestellt, fehlt es an Lehrkräften. Da kann man sich schon fragen, ob die Initiative, das Bekenntnis zur Inklusion überhaupt ernst gemeint ist, wenn Sie gleichzeitig wissen, dass Sie gar nicht genug Lehrer haben, um das auch auszufüllen, meine Damen und Herren. Und anstatt endlich den Ressourcenvorbehalt aus dem Schulgesetz zu streichen, führen Sie mit den inklusiven Schulbündnissen auch noch einen Ressourcendeckel für die Förderschulen ein, meine Damen und Herren. Das ist kontraproduktiv. Ein Masterplan ist wirklich nicht erkennbar, wie Sie endlich zu einem inklusiven Schulsystem kommen wollen, meine Damen und Herren. Im Ganztag ist es nicht anders. Übrigens, auch das ganz interessant. Die Presse schreibt ja inzwischen, am Nachmittag endet dann auch die Inklusion. Liegt daran, dass auch gerade für die inklusive Beschulung all das, was Sie unter Pakt für den Nachmittag verbinden,
nicht viel für Inklusion hilft, weil alles, was da passiert, nicht Unterricht ist und dementsprechend gibt es auch keine Hilfen. Eine Nachmittagsverwahrung unter Aufsicht von 450-Euro-Kräften ist eben kein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und zum Pakt für den Nachmittag. Das sind jetzt, glaube ich, 122 Schulen, knapp über 10% unserer fast 1.100 öffentlichen Grundschulen. Und dafür sich jetzt zu feiern, meine Damen und Herren, für etwas mehr Betreuung an diesen Schulen, ist eine Unverschämtheit. Denn Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass da gar nicht viel Neues entsteht, dass Sie da lediglich für all das, was vorher schon da, durch ein großes Engagement vor allem von Schulträgern und Betreuungsvereinen, dass Sie da zwar einen Rahmen verschaffen, aber dass Sie da keine neuen ganztägig arbeitenden Schulen schaffen, meine Damen und Herren. Und ja, wir haben im letzten Jahr gemeinsam diese 6 Millionen vereinbart. Das war gut so. Und wir haben inzwischen hier auch ganze 9 echte Ganztagsgrundschulen in Hessen. Das sind 3 oder 4 mehr als im letzten Jahr. Aber, meine Damen und Herren, in dem Tempo und alles ohne Zwang übrigens. Also dagegen verwahre ich mich. Auch wir wollen ausdrücklich Schulen dazu ermutigen durch eine gute Ausstattung. Aber allein in diesem Tempo brauchen wir 370 Jahre, bis alle Grundschulen in Hessen echte Ganztagsgrundschulen werden, meine Damen und Herren. Da kann es doch ein bisschen schneller gehen. Denn mit einer Quote von 3,8% der Schülerinnen und Schüler, die eben in echten gebundenen Ganztagsangeboten sind, ist auch Hessen wieder einmal Schlusslicht, meine Damen und Herren. Wir brauchen also echte Ganztagsschulen viel mehr. Und die Fortführung des 6 Millionen Sonderprogramms ist ein richtiger Schritt, aber längst nicht genug, meine Damen und Herren. Ganztagsschulen, echte Ganztagsschulen sind wesentlich für das, was Sie eigentlich über Ihre Regierungserklärung geschrieben haben, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, weil nur dann sichergestellt werden kann, dass eben die Schule, die Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern und unabhängig von eben Nachhilfeschulen hier wirklich sichergestellt werden können, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wagner von den Grünen? Es sind nur noch 3 Minuten, Herr Präsident. Ich würde gerne weitermachen. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal zu dem kommen, was wir auch als dringlichen Antrag hiermit eingereicht haben, nämlich die Schulung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Ja, über 25.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger wurden zum Ende des vergangenen Schuljahres beschult. Sie sagen, Herr Minister, das Beherrschen der deutschen Sprache ist der Schlüssel zum Schulerfolg und zu einer gelingenden Integration. Das, glaube ich, stellt hier niemand in Abrede. Gar keine Frage, dass die deutsche Sprache wesentlich dafür ist. Aber, das frage ich Sie, auch dazu haben Sie nichts gesagt, wie kann es sein, dass Hunderte Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen oft monatelang nicht in die Schule gehen, meine Damen und Herren. Dazu gab es zahlreiche Berichte. Und selbst gestern erst hat mir ein Schulleiter berichtet, dass er ein Mädchen aus Afghanistan jetzt an der Schule hat, die 7 Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung war, wo sie keinen Funken Bildung bekommen hat. Und das, meine Damen und Herren, kann nicht sein. Da werden Chancen verspielt. Bildung ist ein Menschenrecht, und sich damit rauszureden, dass das Schulbesuchsrecht nicht nachgefragt werde oder die Beschulung pädagogisch nicht sinnvoll sei, ist ignorant, meine Damen und Herren. Wie soll man etwas nachfragen, von dem man gar nichts weiß? Und bei der Organisation der Flüchtlingsbeschulung versagt die Landesregierung hier auf ganzer Linie. Zudem belasten Sie einzelne Schulformen einseitig. Auch das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun. Nehmen Sie einmal, wir haben das hier abgefragt von die Intensivklassen waren Ende des letzten Schuljahres rund 150 im HR-Bereich, gerade einmal 29 Klassen an Gymnasien, meine Damen und Herren, indem Sie offenbar versuchen, mit den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern die aussterbenden Hauptschulzweige zu stabilisieren, werden Sie nicht durchkommen, meine Damen und Herren. Das hat alles nichts mit Chancengleichheit zu tun. Hier müssen alle Schulformen ihren Beitrag leisten, meine Damen und Herren. Und weil Sie auch hier bei der Lehrerausbildung jahrelang geschlafen haben, fehlt es an ausreichend qualifizierten Lehrkräften, auch für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Das ist so, meine Damen und Herren. In Nordrhein-Westfalen ist das Modul Deutsch als Zweit- und Fremdsprache schon jahrelang ein verpflichtendes Modul in der Lehrerausbildung. Hier ist das längst nicht der Fall, meine Damen und Herren.
Und auch an der Flüchtlingsbeschulung zeigt sich, dass es allein mit Lehrerstellen eben nicht getan ist. Sie brauchen auch das Konzept, das dahinter steckt, und die Köpfe. Dazu gehört das Schulbesuchsrecht. Das haben wir ja schon diskutiert und wurde vorhin abgelehnt, dass es erweitert wird. Genauso aber müssen wir noch darüber reden, wie die Klassengrößen sind. 16 und die Überschreitungen sind zu viel. Das muss auf 12 begrenzt werden. Genauso brauchen die jungen Leute, die Seiteneinsteiger, Nachmittagsangebote, um auch hier anregende Lernumgebungen zu haben. Genauso fehlt es an Sozialarbeit und psychosozialer Betreuung. Auch hier rächt sich, dass Sie unser Ansinnen, Schulsozialarbeit in Hessen flächendeckend auszubauen, immer wieder abgelehnt haben. Das rächt sich jetzt. Und genauso brauchen wir Nachförderung und Begleitung der jungen Leute, wenn sie aus der Intensivklasse in die Regelklassen kommen. All daran fehlt es. Und deswegen unser Antrag, meine Damen und Herren. Herr Kollege, Ihre Redezeit neigt sich dem Ende. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit im ganzen Bildungssystem. Wir brauchen vor allem eine Stärkung der politischen Bildung. Auch dazu hätte man eine Regierungserklärung halten können. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Wahlergebnisse hätte ich mir das gewünscht, meine Damen und Herren. Sie, Herr Kultusminister, sagen, der Start ins neue Schuljahr sei außerordentlich gut gelungen. Ich sage Ihnen, nein, das ist er nicht. Chancengleichheit bleibt auf der Strecke. Und dass es nicht mehr Aufschrei an unseren Schulen gibt, ist nicht der Verdienst der Landesregierung, sondern die Leistung vieler Menschen an den Schulen, die deutlich engagiert mehr leisten, als sie eigentlich müssten. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Wagner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die bildungspolitische Debatte zu Beginn des Schuljahres ist traditionell dazu da, sich hier im Landtag über die konzeptionellen Vorstellungen von Regierung und Opposition auszutauschen, den Wettstreit der Ideen, den Wettbewerb darüber, wer hat die besseren Konzepte, um Hessens Schulen voranzubringen. Und Herr Kollege Degen, da muss ich sagen, bei dem, was Sie vorgetragen haben, habe ich kein einziges Konzept gehört, was die SPD eigentlich konzeptionell anders machen würde als diese Landesregierung. Sie haben darüber gesprochen, wo einzelne Stellen in unserem Land nicht besetzt sind. Wir reden über die 47.000 Stellen in unserem Land, die besetzt sind. Sie haben über einzelne Schulen gesprochen, wo es Probleme gibt. Ja, das wird es immer geben in einem so komplexen System. Wir reden über die 1.700 Schulen, wo der Schulstart im Wesentlichen gut geklappt hat, meine Damen und Herren. Sie reden von einzelnen Flüchtlingen, wo wir die Deutschförderung noch nicht optimal gelöst haben. Bei der Größe der Herausforderung finde ich nicht verwunderlich, aber man kann doch einmal anerkennen, dass es für 25.000 Kinder, die ihr Land verlassen mussten, die zu uns geflohen sind, gut an unseren Schulen geklappt hat. Sie reden über Einzelfälle, wir reden über die schulische Wirklichkeit hier in Hessen, meine Damen und Herren. Wir reden keine Probleme klein. Wir stellen uns all den Herausforderungen. Wir wissen, dass in einem so komplexen System es Tag für Tag Nachsteuerung bedarf, dass wir Tag für Tag besser werden müssen. Aber die konzeptionelle Debatte, Herr Kollege Degen, die können Sie sich mit Verweis auf Einzelfälle eben nicht sparen. Und da wäre es Aufgabe der Opposition zu sagen, was würden Sie denn konzeptionell anders machen? Und ich habe da kein einziges Wort von Ihnen gehört. Das
Seit Beginn dieser Legislaturperiode hat die Bildungspolitik in diesem Land eine ganz klare Richtung, und die heißt mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Wir reden über den Ausbau des Ganztagsschulprogramms. Seit Beginn dieser Legislaturperiode zusätzlich 600 Stellen. Wir reden über den Ausbau der Deutschförderung. Seit Beginn dieser Legislaturperiode 1.150 zusätzliche Stellen. Wir reden über die Konzeption zur Umsetzung von Inklusion. Seit Beginn dieser Legislaturperiode 445 zusätzliche Stellen. Und wir reden darüber, dass Schulen, die in sozial benachteiligten Quartieren eine hervorragende Arbeit machen, auch eine bessere Lehrerausstattung bekommen mit dem Sozialindex. Seit Beginn dieser Legislaturperiode 180 zusätzliche Stellen. Was ist die konzeptionelle Alternative der Opposition in diesem Haus zu dieser Politik? Diese Antwort sind Sie schuldig geblieben. Und natürlich müssen wir uns immer messen und müssen wir immer schauen, gibt es in anderen Bundesländern Konzepte, die besser sind? Lösen andere Bundesländer Herausforderungen besser? Natürlich können wir immer von anderen Bundesländern lernen. Wer will denn das bestreiten? Aber darüber darf das Maß nicht aus dem Blick geraten. Der Kultusminister hat es ja schon zitiert. Die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz haben sich zum Ziel gesetzt, im Laufe von deren Legislaturperiode eine 100-prozentige Lehrerversorgung zu realisieren. Das ist Standard in Hessen, meine Damen und Herren. Es ist nicht nur Standard, sondern wir setzen noch einmal einen drauf und machen eine 105-prozentige Lehrerversorgung. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und das gehört dann auch dazu, wenn man sich mit anderen Bundesländern misst und mit anderen Bundesländern vergleicht, meine Damen und Herren. Mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ist die große Überschrift über diese Legislaturperiode im Schulbereich. Und das heißt ganz konkret Ausbau des Ganztagsschulprogramms. Weil wir wissen, wie wichtig mehr Zeit für Förderung ist, gerade für Kinder, die von zu Hause aus welchen Gründen auch immer nicht die Anregungen bekommen, die wir uns alle wünschen. Mehr Zeit für Förderung. Deshalb haben wir den größten Ausbau des Ganztagsschulprogramms auf den Weg gebracht, den es je in Hessen gegeben hat. Was ist daran auszusetzen? Was ist die konzeptionelle Alternative? Kann man nicht einfach auch mal anerkennen, dass wir doppelt so viele Stellen zusätzlich jedes Jahr in dieses Ganztagsschulprogramm zur Verfügung stellen als bislang? Kann man das nicht einfach mal anerkennen, dass wir hier deutlich an Tempo zugelegt haben, meine Damen und Herren? Und dann wird es ja ein bisschen absurd. Also wir beschließen im Haushalt 2016 gemeinsam mit den Kollegen der Sozialdemokratie eine nochmalige Erhöhung der Ausbaugeschwindigkeit beim Ganztagsprogramm. Zu den 230 Stellen, die ohnehin jedes Schuljahr dazukommen, sind jetzt mit dem gemeinsam mit der Sozialdemokratie beschlossenen Programm noch einmal 117 weitere Stellen zur Verfügung gestellt werden. Und selbst bei dem, was die SPD selbst beantragt hat, sagen Sie heute, es reicht nicht. Es ist doch völlig absurd. Außer mehr, mehr, mehr fällt Ihnen doch konzeptionell keine Alternative zu dieser Landesregierung ein. Und dann sage ich Ihnen mal inhaltlich beim Thema Ganztagsschule, wechseln Sie doch bitte mal die Schallplatte. Schallplatten gibt es eh schon lange nicht mehr. Wäre mal ganz gut, die Platte zu wechseln. Retromäßig kommt die Schallplatte zurück. Aber diese Debatte über rhythmisierte Ganztagsschule versus Pakt für den Nachmittag, wechseln Sie mal die Platte. Nehmen Sie mal zur Kenntnis, dass in diesem Schuljahr jeder Antrag einer Grundschule auf Aufnahme in den Pakt genehmigt wurde, ebenso wie, hören Sie zu, jeder Antrag einer Grundschule auf Aufnahme ins Profil 3 als rhythmisierte Ganztagsschule wurde genehmigt. Mehr als alle dürfte auch selbst für die SPD nicht möglich sein, meine Damen und Herren. Mehr als alle geht einfach nicht. Nehmen Sie es doch einfach mal zur Kenntnis.
Hören Sie doch auf mit dieser ideologischen Gegenüberstellung des Pakts für den Nachmittag und der rhythmisierten Ganztagsschule. An der einen Schule wird der Pakt für den Nachmittag das Richtige sein. Was haben Sie denn eigentlich dagegen, dass diese Schule das realisieren kann? An der anderen Schule wird die rhythmisierte Ganztagsschule die richtige Antwort sein. Beides machen wir möglich. Also wechseln Sie doch mal die Platte, lassen Sie die Ideologie doch mal weg und stellen Sie fest, dass auch beim Thema Ganztagsschule diese Landesregierung die Ideologie rausgenommen hat und die Schulen entscheiden lässt, was das bessere Konzept für sie ist, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann immer höre, der Pakt für den Nachmittag sei nicht ausreichend, ja, meine Damen und Herren, vielleicht sollte man sich mal anschauen, wo kommen wir denn her im Grundschulbereich? Vor Beginn dieser Legislaturperiode ein Viertel aller Grundschulen nur im Ganztagsschulprogramm. Ein Viertel aller Grundschulen. Mittlerweile, nach nur 2,5 Jahren, ist die Hälfte der Grundschulen im Ganztagsschulprogramm und konnten wir für die Hälfte der Eltern eine Antwort geben. Und dann sagen Sie jetzt, die Ausstattung sei nicht genug, die Kommunen würden nicht genug unterstützt werden. Ja, wie war es denn für die Grundschulen, die nicht im Ganztagsschulprogramm waren, die nicht im Pakt für den Nachmittag waren? Da gab es überhaupt keine Unterstützung für die Eltern zur Organisation des Betreuungsangebots. Da war es alles Aufgabe der Kommune. Und jetzt mit dem Pakt für den Nachmittag geben wir erhebliche Landesressourcen rein, machen wir das gemeinsam. Was soll diese Kritik daran, dass wir das Ganztagsschulprogramm in diesem Maße ausgeweitet haben, meine Damen und Herren? 122 Paktschulen in diesem Schuljahr, zusätzlich 45 weitere Schulen ins Ganztagsschulprogramm aufgenommen. 139 Schulen konnten ihr Ganztagsschulprogramm erweitern. 42 Schulen sind in ein anderes Profil gewechselt, also in eine neue Qualität von Ganztagsschule. Und alle Anträge von Grundschulen auf rhythmisierte Ganztagsschule wurden genehmigt. Ja, was denn eigentlich noch, meine Damen und Herren? Mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit, die große Überschrift, auch bei der Deutschförderung. Auch hier, worum geht es? Viele mussten ihr Land verlassen, sind als Flüchtlinge zu uns ins Land gekommen, darunter viele Kinder. Und natürlich geht es darum, diesen Menschen eine neue Heimat, eine neue Zukunft zu eröffnen. Und entscheidend dafür ist, dass die Menschen sich hier zurechtfinden und dass sie die deutsche Sprache sprechen. Und da ist es in Hessen gelungen, dass wir allen Flüchtlingen zunächst ein Obdach bieten konnten, dass wir dann mit den Integrationsmaßnahmen begonnen haben und dass heute schon 25.000 Flüchtlingskindern Deutschkurse bekommen. Wir haben hier 1.150 zusätzliche Stellen in diesen Bereich gegeben. Wir haben weit mehr als 1.000 Integrationsklassen in diesem Land. Das ist doch eine Leistung, die von der Schulverwaltung, von den Schulen vor Ort, von den Lehrerinnen und Lehrern erbracht wurde, die man auch mal anerkennen muss und wo wir sagen können, hier geht die Politik in die richtige Richtung. Und wenn Sie das jetzt auch so sehen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit auch durch den Bereich Inklusion. Ja, wir wollen, dass Inklusion, also der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung, von der Ausnahme zur Regel wird in Hessen. Ja, wir wollen, dass auch Kinder mit Behinderungen, wenn das die Eltern so wollen, gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung die wohnortnahe Schule besuchen können. Ja, was denn eigentlich sonst? Wir wollen davon wegkommen, dass diese Schülerinnen und Schüler lange Schulwege haben, sondern wir wollen, dass sie gemeinsam mit ihren Nachbarskindern zur Schule gehen. Und auch in diesem Bereich haben wir massiv investiert mit 445 Stellen seit Beginn dieser Legislaturperiode. Und wir haben im Gegensatz zur Opposition ein Umsetzungskonzept für Inklusion, und das sind die inklusiven Schulbündnisse, die wir ab diesem Schuljahr Schritt für Schritt in ganz Hessen umsetzen wollen, damit wir es schaffen, dass kein Wunsch einer Mutter, eines Vaters auf inklusive Beschulung für ihr Kind in Hessen abgelehnt werden kann. Was spricht eigentlich gegen dieses Konzept? Und vor allem, was wäre denn die bessere Idee der SPD zur Umsetzung der Inklusion in Hessen, meine Damen und Herren?
Und auch auf diesem Weg sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Mit diesem Schuljahr sind erstmals in der hessischen Geschichte nahezu gleich viele Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen und im inklusiven Unterricht eingesetzt. In etwa gleich viele. Das nächste Schuljahr wird vermutlich das erste Schuljahr sein, wo mehr Lehrerinnen und Lehrer im inklusiven Unterricht sind als an Förderschulen. Das zeigt, auch hier machen wir ernst mit der Berücksichtigung des Elternwillens. Auch hier haben wir die Konzepte, wie wir dem Elternwillen zur Geltung verschaffen können. Denn wir wollen Inklusion von der Ausnahme zur Regel an hessischen Schulen machen. Mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit auch durch die Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Das klingt immer so ein bisschen technisch, Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Was heißt das? Es heißt, dass wir uns ganz genau anschauen, welche Arbeitsbedingungen haben Schulen bei uns im Land. Wo haben wir Schulen, die durch ihre Schülerschaft besonders herausgefordert sind, wo Schülerinnen und Schüler eben nicht von zu Hause so gefördert werden, wie wir uns das wünschen. Diese Schulen schauen wir uns ganz genau an. Und bei diesen Schulen sagen wir, ihr macht den anstrengenderen Job, ihr habt die größere Herausforderung, auch euren Schülerinnen und Schülern Chancen zu eröffnen. Und weil ihr den aufwendigeren Job macht, deshalb bekommt ihr auch eine bessere Lehrerzuweisung. 180 zusätzliche Stellen seit Beginn der Legislaturperiode. Bis zum Ende der Legislaturperiode wollen wir das verdoppelt haben auf 600 Stellen. Das kann sich wirklich sehen lassen, meine Damen und Herren. Und ich habe ja einen Klassiker vermisst der Sozialdemokratie aus den vergangenen Jahren. Wo ist denn das Thema G8, G9 geblieben? Ein großes Thema jeder Debatte von Seiten der Opposition in der Schulpolitik. Wo ist es eigentlich geblieben? Könnte es sein, dass auch beim Thema G8, G9 die Opposition ihren Frieden mit den Konzepten dieser Landesregierung gemacht hat? Weil die Wahlfreiheit, dass vor Ort entschieden wird, welches Angebot gibt es, hat sich als genau der richtige Weg erwiesen. Mittlerweile ist Hessen faktisch zu G9 zurückgekehrt. Nicht, weil das abstrakt von oben irgendjemand entschieden hätte, sondern weil die Schulen und die Eltern gesagt haben, so ein Angebot wollen wir. Ein gelöstes Problem ist ein verlorenes politisches Thema. So machen wir Bildungspolitik. Wir wollen, dass die Opposition viele verlorene Themen hat, wenn sie schon keine Konzepte hier liefert, meine Damen und Herren. Und wir machen auch weiter mit dem islamischen Religionsunterricht. Ja, ein Programm, zu dem es im Moment viele Fragen gibt, angesichts der Situation in der Türkei. Fragen sind berechtigt, zu Generalverdacht besteht aber kein Anlass. Wir wollen diesen islamischen Religionsunterricht, weil er ein Beitrag zur Integration ist, weil islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache in Verantwortung des Staates eben dazu führt, dass wir die Vermittlung von Religion nicht selbsternannten Predigern überlassen, die die Religion für ihre Zwecke missbrauchen, sondern weil wir das vermitteln, was tatsächlich drin steht im Islam und im Koran. Und dadurch, durch die Verantwortung des Staates in deutscher Sprache, leistet dieser islamische Religionsunterricht nicht nur einen Beitrag zur Integration, sondern er leistet auch einen aktiven Beitrag gegen den Missbrauch von Religion und damit gegen Radikalisierung. Und deshalb ist dieser islamische Religionsunterricht so wichtig. Und deshalb werden wir auch sehr genau hinschauen, wer ihn erteilt. Nicht als Generalverdacht, sondern ganz konkret hinschauen, wo gibt es Probleme, die werden wir lösen. Aber das Fund, was wir hier in Hessen als eines der ganz wenigen Länder haben, dass es diesen islamischen Religionsunterricht gibt, das sollten wir wertschätzen und das sollten wir anerkennen, meine Damen und Herren. Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Schäfer-Gümbel? Natürlich. Geht es jetzt? Ja, sehr gut. Herr Kollege Wagner, zunächst herzlichen Dank, dass Sie eine Zwischenfrage zulassen. Mich würde interessieren, ob das jetzt heißt, was Sie ausgeführt haben, dass es zu einer erneuten Überprüfung von DITIB als Träger islamischen Unterrichts kommt oder nicht. Mir sind ehrlich gesagt die Meldungslagen aus der Landesregierung der letzten zwei Wochen nicht ganz klar. Der islamische Religionsunterricht steht genau
genauso wie der evangelische, katholische Religionsunterricht und der Unterricht insgesamt unter der Aufsicht des Landes. Und wenn es Anlass zur Beanstandung gibt, werden diesen Beanstandungen nachgegangen. Und dann wird man, wenn es das gibt, auch die Zuverlässigkeit des Trägers überprüfen müssen. Das funktioniert eben nicht schwarz-weiß, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich rate uns ich antworte Ihnen ja gerade auf die Frage. Ich rate uns nicht zum Schwarz-Weiß in dieser Debatte, sondern, wenn wir uns einig sind, ist ja gut. Rate uns dazu, hinzuschauen, zu überprüfen, wo es Sorgen gibt, wo es verlorenes Vertrauen gibt, das eventuell genau zu begründen und neu zu gründen. Und genau das wird die Landesregierung und die sie tragende Koalition machen. Wenn wir Ihre Unterstützung dabei haben, würden wir uns sehr freuen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Meine Damen und Herren, mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ist die Überschrift im bildungspolitischen Bereich dieser Legislaturperiode. Ich hätte mich gefreut, dass wir eine konzeptionelle Auseinandersetzung hätten führen können mit der Opposition. Leider Fehlanzeige. Ich habe nicht gehört, was die Opposition in diesem Hause wirklich grundsätzlich anders machen würde als Schwarz-Grün. Ich habe gehört, sie würden noch mehr Ganztagsangebote machen. Wer will das nicht, meine Damen und Herren? Ich habe gehört, sie würden gerne noch mehr Deutschförderung machen. Wer will das nicht, meine Damen und Herren? Ich habe gehört, Sie würden noch mehr Sozialindex machen. Wer will das nicht, meine Damen und Herren? Ich habe gehört, Sie würden noch mehr Inklusion machen, meine Damen und Herren. Wer will das eigentlich nicht? Nur die Kunst des Regierens ist auch dann zu zeigen, Frau Kollegin, wie würde man das finanzieren? Weil in jedem Plenum, wie jetzt auch wieder der vorliegende Bildungsantrag der Kollegen der Sozialdemokraten, Millionen teure Programme zu fordern, und zwar nicht nur im Bildungsbereich, sondern jedes Plenum in einem anderen Bereich, einen millionenschweren Antrag, ohne irgendeinen Finanzierungsvorschlag zu haben, löst auch bildungspolitisch gar kein Problem. Meine Damen und Herren, gar keins, aber auch wirklich gar keins. Ich weiß ja nicht, ob ich mich ärgern soll oder freuen soll, dass es keine konzeptionelle Auseinandersetzung auch in bildungspolitischen Fragen mit der Opposition gibt, weil es halt einfach auch keine alternativen Konzepte gibt. Ich sage es mal einfach so. Sie wollen mehr Ganztag, Sie wollen mehr Inklusion, Sie wollen mehr Deutschförderung. Sie wollen mehr Lehrerzuweisungen nach Sozialindex. Man kann das auf einen einfachen Nenner bringen, was die Opposition hier vorgetragen haben. Sie wollen mehr von der schwarz-grünen Bildungspolitik. Das wollen wir auch. Darauf können wir uns einigen. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Ministerpräsident, das soll man bitte aufhören.